Wimsheim ist eine Gemeinde im Enzkreis in Baden-Württemberg, etwa 12 Kilometer südöstlich von Pforzheim und 15 Kilometer westlich von Leonberg gelegen. Wimsheim wurde erstmals 1229 als Gut des Klosters Bebenhausen unter den Namen Winoldissen, Wimotesheim, Wimmesheim und Wimitesheim urkundlich erwähnt. 1232 wurde es an das Kloster Mollbronn verkauft. Nach dem Bayerisch-Pfälzischen Erbfolgekrieg kam es mit dem Kloster 1504 an das Württemberg. 1634, im Dreißigjährigen Krieg, wurde der Ort niedergebrannt. Die meisten Einwohner, bis auf etwa ein Dutzend, kamen in jener Zeit durch Pest und Hunger ums Leben. Ab 1809 gehörte Wimsheim zum Oberamt Leonberg, das 1938 zum Landkreis Leonberg wurde. Seit der Auflösung dieses Kreises am 1. Januar 1973 gehörte der Ort zum Enzkreis und somit zum Regierungsbezirk Karlsruhe. Tiefenbronn ist eine Gemeinde im Enzkreis in Baden-Württemberg.
Tiefenbronn wurde erstmals 1105 im Codex Hirsaugiensis erwähnt. Während der Zeit der Stammesherzogtümer lag der Ort im Herzogtum Franken. Später war es im Besitz der Herren von Stein. Jakob von Stein verkaufte den Ort 1407 an den Reichsfreiherrn Dieter V. von Gemmingen, der die Linie Gemminger-Hagenschieß, der Freiherrn von Gemmingen, begründete. Seit 1806 gehörte der Ort zum Großherzogtum Baden, das 1839 auch den Besitz der Gemminger aufkaufte. Seit 1952 gehört Tiefenbronn zum neuen Bundesland Baden-Württemberg. Friolzheim ist eine Gemeinde im Enzkreis in Baden-Württemberg. Sie gehört zur Region Nordschwarzwald und zur Randzone der europäischen Metropolregion Stuttgart. Auf der Gemarkung Friolzheim ist eine Besiedelung bereits in keltischer Zeit wahrscheinlich. Davon zeugen mehrere Keltengräber im Waldgebiet des Hagenschieß am westlichen Gemarkungsrand. Aus römischer Zeit findet sich einer der wenigen im Enzkreis erhaltenen Abschnitte der Römerstraßen von Stuttgart, Bad Cannstatt über Pforzheim weiter in Richtung Straßburg und Mainz. Während der Zeit der Stammesherzogtümer gehörte Friolzheim zum Herzogtum Franken. Der Ort wurde um das Jahr 1105 erstmals urkundlich als Friolesheim erwähnt. Im 15. Jahrhundert war er im Besitz der Herren von Gemmingen und der Markgrafen von Baden. Dieter von Gemmingen verkaufte das Dorf 1461 an das Kloster Hirsau. 1807 wechselte es von dem Klosteramt Hirsau zum württembergischen Alf und im Folgejahr nach der königlichen Verordnung über die Ämterkombination vom 26. April 1808 zum Oberamt Leonberg. 1832 erhielt die Gemeinde das Marktrecht. 1895 wurde bei einem Großbrand die Dorfmitte verwüstet. Thank you.
Möhnsheim ist eine Gemeinde im Enzkreis in Baden-Württemberg. Sie gehört zur Region Nordschwarzwald und zur Randzone der europäischen Metropolenregion Stuttgart. Die Gemeinde liegt im Heckengäu, jeweils etwa 15 Kilometer von Pforzheim, Mühlacker und Neuenberg entfernt. Möhnsheim wurde im Jahr 1140 erstmals urkundlich erwähnt. Während der Zeit der Stammesherzogtümer gehörte der Ort zum Herzogtum Franken. 1339 kam die Ortschaft durch Graf Ulrich III. An Württemberg. Nach einem kurzen Zwischenspiel, in der das Kloster Maulbronn seit 1411 die Herrschaft hatte, gehörte der Ort seit 1442 endgültig zu Württemberg. Die Dieboldsburg wurde während des Dreißigjährigen Krieges 1645 von französischen Truppen niedergebrannt. Nur der ehemalige Bergfried blieb stehen. Auf der Platte, einen in Richtung Feigen ostwärts verlaufenden Höhenzug, liegt etwa 10 Kilometer östlich von Pforzheim die Gemeinde Wurmberg mit ihren Ortsteilen Wurmberg und Neuberntal.
Wurmberg ist möglicherweise 1194 in der Form Wurenberg als Schenkung des Herrn von Iptingen an das Kloster Mollbronn, spätestens jedoch 1221 bei der Bestätigung über die Gründung einer Kapelle urkundlich erstmals erwähnt worden. Trotz dieser Kapelle gehörte der Ort kirchlich zunächst zu Wirnsheim, bevor er mit eigenen Pfarreirechten ausgestattet wurde. In der Folgezeit gelang es dem Kloster Mollbronn nach und nach, die Ortsherrschaft über Wurmberg gänzlich zu erwerben. Mit dem Kloster ging das Dorf 1504 bzw. 1509 an Württemberg über.